die von der Grünen Bundestagsabgeordneten und Bewerberin des Amtes des Bonner Oberbürgermeisters Katja Dörner in einem offenen Brief an den Bonner Oberbürgermeister Skridaran lehnt der amtierende Bonner Oberbürgermeister eine Podiumsdiskussion wie folgt ab. Diskussion zur Verfügung und zwar sehr, sehr gerne. Das habe ich im letzten Wahlkampf auch gemacht. Da hatte ich 27 Podiumsdiskussionen und fand das wirklich spannend, mich da auszutauschen, auch zu verschiedenen Fachthemen. Ich muss eben nur darauf achten, dass diese Podiumsdiskussionen auch vereinbar sind mit der Corona-Schutzverordnung. Mhm. Und ich weiß eben aus den Podiumsdiskussionen, die ich vor 5 Jahren gemacht habe, dass es einige Formate gibt, die eben in Räumlichkeiten stattfinden und dort viel mehr als 100 Leute anwesend waren. Und deswegen habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen einige dieser Diskussionen abgesagt, weil ich nicht auf der einen Seite zu einer Veranstaltung hingehen kann, die eventuell nicht so ganz den Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung entspricht, auf der anderen Seite aber Menschen mit Bußgeldern belege, die gegen Corona-Vorschriften verstoßen. Das ist nach meinem Dafürhalten nicht konsequent und deswegen gehe ich gerne zu all den Veranstaltungen hin, die sich daran halten, die zum Beispiel online, virtuell durchgeführt werden, die sicherstellen, dass nur eine bestimmte Personenzahl mit dem nötigen Abstand im Raum ist. Das mache ich sehr, sehr gerne und freue mich darauf. Ja, also Podiumsdiskussionen haben bisher ja auch noch keine stattgefunden. Es sind ja auch einige schon abgesagt worden. Allerdings ist es auch so, dass das Veranstaltungsverbot ist ja verlängert worden bis zum 31. Oktober. Ah ja, okay. Insofern okay. Gilt das nicht nur bis zum 31. August, sondern das ist verlängert worden bis zum 31. Oktober. Okay. Und wir haben ja jetzt gerade durch die Vorfälle an verschiedenen Stellen in Deutschland gesehen, dass die Gefahr des Coronavirus noch nicht gebannt ist. Wir müssen also weiter vorsichtig sein und vor dem Hintergrund sollten große Menschenansammlungen einfach verbieten werden. Und deswegen werde ich auch weiterhin darauf achten, dass ich nur zu Veranstaltungen gehe, wo das sichergestellt ist, und zwar sowohl als Oberbürgermeister als auch als Privatperson. Ich gehe auch privat zu keiner Hochzeit, zu keinem runden Geburtstag, sondern verhalte mich da so, wie ich es auch offiziell als Oberbürgermeister von allen anderen erwarten muss. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich, dass Sie angerufen, sehr gerne.